Die Top 7 der Bad Neighbors. Seth Rogen und Zac Efron liefern sich in Bad Neighbors einen Nachbarschaftscrash par excellence. Was harmlos beginnt, steigert sich zu einem komischen Overkill, in dem der ehemalige Highschool-Musical-Star Efron endgültig beweist, dass er erwachsen geworden ist. Jetzt mein Schwanz! Willkommen in meiner Hölle, Bitches! Ich zeig's euch! Alter, wir haben den Airbag verpasst. Bad Neighbors ist jetzt noch vor dem DVD-Start als digitaler Download auf Google Play und iTunes erschienen und wir nehmen das Ganze zum willkommenen Anlass, einen Blick auf die schlimmsten Nachbarn der Filmgeschichte zu werfen. Hier ist sie, unsere Top 7 der Bad Neighbors. Fangen wir erstmal klein an und zwar mit diesem Typ hier. Es reicht nicht, dass er ein Kind ist, er ist das Kind aus der Hölle. Zumindest für Buzz und Woody, die in Toy Story ums Überleben kämpfen, nachdem der furchtbare Nachbarsjunge sie in die Finger bekommen hat. Ein kleiner Trost, das Böse wird bestraft, denn wenn wir den Bengel in Toy Story 3 wiedersehen, jobbt er als Müllmann. Deswegen landet Sid Phillips auf Platz Nummer 7. Mit ihr möchte sich wirklich niemand anlegen. John Waters garstige Satire über die perfektionistische Serial Mom, deren Wunsch nach makellosen Manieren und spießiger Idylle eindeutig zu weit geht. Denn Kathleen Turner bringt ihre Nachbarn auch gerne mal um, wenn diese sich nicht in ihre Idealvorstellung einfügen wollen. Dabei sollte doch jeder wissen, dass man kein Weiß nach dem Labor Day trägt. Stil ist wichtig und verschafft Serial Mom den Platz Nummer 6. Mit mörderischen Nachbarn mussten sich auch Jimmy Stewart und Shia LaBeouf rumärgern. In Das Fenster zum Hof bzw. dem lauen Remake Disturbia entdeckten sie, dass ihre Nachbarn gar Gruseliges vorhaben. Nur leider können die beiden das Haus nicht verlassen und so wirklich glauben will ihnen auch niemand. Weil das Ganze dennoch höllisch spannend ist, schicken wir Fenster zum Hof und Disturbia auf Platz Nummer 5. Wie uns Bad Neighbors beweist, sind nicht nur mörderische Nachbarn ein Ärgernis, sondern auch junge Leute, die einfach mal die Sau rauslassen wollen. Denn diese unseligen Hormonschleudern wollen einfach mal die größte Party aller Zeiten feiern, komme was da wolle, und geht auch die komplette Nachbarschaft dabei drauf. Hauptsache, sie hatten ihr Project X auf Platz Nummer 4. Ist das fett genug, um cool zu sein? Das verändert alles. Und auch neben ihm möchte man nicht unbedingt wohnen. Samuel Jackson macht seinen Nachbarn das gemeinsame Leben zur Tortur, denn er ist das perfekte Gegenstück zur Serial Mom. Ein schwarzer, rassistischer Cop, der seine Nachbarn terrorisiert, weil sie seine strikten Ansichten nicht teilen und drohen, seine Kinder mit ihrem sündigen Lebensstil zu versauen. Da zieht man doch gerne in die Lakeview Terrace auf Platz Nummer 3. Ein unterschätztes Comedy-Juwel aus den 80ern, als Tom Hanks noch hauptsächlich für Komödien bekannt war. Joe Dante, das Mastermind hinter den Gremlins, inszenierte diese sehr schwarze Komödie, in der ganz normale Nachbarn sich von ihrer bigottesten Seite zeigen und dabei ihre ganz kleinbürgerliche Armseligkeit entlarven. Oder sind es doch am Ende die unheimlichen neuen Nachbarn, die Kloppex, die Bösen sind? Es bleibt ambivalent und deswegen landet meine teuflischen Nachbarn auf Platz Nummer 2. Wir haben ein Rohr getroffen, lasst jede Menge Gas, es wird explodieren! Zum Schluss kommen wir natürlich um einen Klassiker nicht herum, denn auch wenn Tom Hanks nur von teuflischen Nachbarn fantasiert, hatte sich die junge Rosemary eine deutlich konkretere Bedrohung eingefangen, denn in dem Haus, in das sie mit ihrem Mann zieht, ist nichts wie es scheint und auch wenn einige Nachbarn einen wirklich netten Eindruck machen, verbirgt sich unter der Oberfläche das nackte Grauen. Und deswegen sind die Cassavetes und ihre Co-Nachbarn aus Rosemary's Baby unsere Bad Neighbors auf Platz Nummer 1.